Arbeit. So, und die Holzfällerhütte können noch zwei weitere dazu. Und dann, genau, teste ich tatsächlich mal möglichst nahe an der Front einen Leichensammler aus. Einfach nur, um das Ding mal in Aktion zu sehen. Und ein bisschen Nahrung können wir ja noch gebrauchen. So, die nächsten Orks, die ran müssen. Es hat gefährliche Arbeit hier. So, bevor ich jetzt hier aus der Trollbasis rausgehe mit den Orks, die ich zumindest habe, will ich doch einen kleinen Trupp an Schleuderern da haben, damit die Basis auch weitestgehend verteidigt werden kann. So, wir haben da einen Meister, der schon... Warum hat er eigentlich schon Erdelementare gerufen? So, über diesen Aufgang kommt man zu einem Feuerterror, den man unbedingt vorher umbringen sollte. Und los! Mir nach! Deswegen ziehe ich jetzt mal meinen Heldentrupp auch nach vorne. So, vor jedem Ausfall wieder ein Safe. Und jetzt heile ich auch noch die Orks. Ich glaube, das stelle ich gleich aus. Schnell! Oder? Nee, doch nicht. Zum Angriff! Es geht gleich weiter. Sie sind überall! Sie sind... Wir werden angegriffen! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Und das Schöne an Thalias Eiszauber ist, es wirkt auch auf die höherleveligen Dämonen. Wie oben auf diese... Was waren das? Verführendes Zachan. Glutband, Opal. Sofort! Schauen wir uns mal zumindest den Ring an. Ja, wird wahrscheinlich irgendwo vorne hingerutscht sein. Ja. Jetzt im Nachhinein konnte ich den gerade sehen. Aber einmal kurz ordnen. Das war der Rubinring. Da. Stufe 17. Gut, das hat, glaube ich, kaum einer von mir. Für mich bringt der. Naja. Gar nicht so schlecht, aber mir diese nach. Plus 22 schwarze Magie, die will ich behalten. Mir nach. Sofort. Folgt mir. Schnell. Sofort. Und los. Ah ja, falls jemand die Vermutung hat... Zu den Keulen! Ja. Ich glaube nicht, dass die nach Hause kommen. Die Trolle sind auch unglaublich langsam. Auf mein Kommando. Der Kerl ist tot. Und los! Und ja, er hat was liegen lassen, das sehe ich später dann noch. Jetzt übersehe ich das geflissentlich. So, und über den nördlichen Weg ist die erste Angriffsstelle. Also wenn man was freiräumen möchte, sollte man sich erstmal daran probieren. Großer Trupp mit Level 25, Hexen. Folgt mir! Aber immer noch einfacher als der südliche Aufgang. Und los! Geht auch aus, verdammte Axt. Schnell! Und so sehen die aus. Sieht tatsächlich nach Eisklumpen aus. Auch gut. Ob das normaler Stein ist, wenn man das abgönnt und nicht hat, das weiß ich jetzt nicht. Von mir aus. Hätte zumindest mal einen normalen produzieren sollen. Naja, egal.
Scheinen sie auch nicht so eine komische Kappe aufzuhaben. Mit den Hörnern doch, haben sie auch auf dem Bild. Aber es sieht nach normalen Steinen aus. Geht's los? Hier, sofort! Jo, die beiden werden es jetzt wohl nicht mehr machen. Genau, 20 Schaden mit dem Feuerball. Das ist dann doch ein bisschen viel. Das hält selbst ein ausgewachsener Troll nicht aus. Jetzt fehlen uns unsere Leichensammler. Nein. Könnten natürlich noch welche nachproduzieren. So, die Schleuderer dauern noch. So, und bald haben wir das letzte Upgrade. 3000. Ich glaube, das kommt auch noch irgendwann. Schön. Die Trolle können dann wahrscheinlich die Leiche ihres Kameraden fleddern. Bringt uns dann zumindest Nahrung. Kostenlose. Oh, ruhig ein paar mehr. Dann haben wir noch welche in der Hinterhand. Was mich persönlich jetzt aber gerade interessieren würde, ist, ob tatsächlich auch bei den Leichensammlern das dann in Anführungszeichen nur 10 Nahrung liefert. Denn es ist ja schon wirklich, ja, eigentlich schwerer zu erstellen. Kommt immer auf die Situation an. Darf ich töten? Auf meinen Befehl, mir nach. So, und der Hintergrund kann man mithelfen. Vorwärts! Und die gehen anscheinend jetzt mal hier oben erkunden. Jetzt habe ich auch mitgekriegt, dass da oben noch was liegt. Bereit! Darf ich töten? Oh ja, das darfst du. Dauert noch ein bisschen. Aber da kommst du noch zu. So, auch ein paar Orks mal nachproduzieren. Da müssen einige draufgegangen sein. Nur wegen dem einen Baum. Tja. Wohin? Wo sonst? Arbeit. Immer mehr Arbeit. Naja, noch an die Schnitzerzelte. Die fangen ja anscheinend zu arbeiten, wenn wieder 40 oder 50 Ressourcenpunkte da sind auf dem Feld. Und auch das obere Eisenfeld wird abgebaut. Sehr schön. Ist was. Ich bin müde. Zarach, hilf! Zarach, hilf? Von den Orks? Ich würde gerne jetzt mehr über den Zarach erfahren. Wenn auch diese komischen größeren Sklaven des Feuers diese Zarachs Gespielin sind. Wohin? Dann hatte der vielleicht auch damals die Orks unter Kontrolle. Wer weiß. Der Ring sah auch recht interessant aus. Das war wieder Glückband. Vielleicht kann ja jemand anderes was damit anfangen. Ja, unsere Kriegerin. Wunderbar. Bereit. Okay, so langsam könnten wir ja mal losziehen.
Vielleicht ein paar Berserker jetzt mal dazu. Damit unsere Schleuderer ein kleines Meat Shield haben. Folgt mir! Vorwärts! Aber auf geht's. Schnell! Was denn? Verstanden! Auf meinen Befehl! Folgt mir! Vorwärts! Was wünscht die Rune? So, unser Avatar holt sich jetzt nochmal die Gegenstände ab. Nee, tut er doch nicht. Auf meinen Befehl! Folgt mir! Vorwärts! Was denn? Ja, hab den Sammelpunkt vergessen. So, jetzt aber. Ja. Auf mein Zeichen. Na, und da los. Wartet noch ein bisschen Kleinschuss mir auf nach. Uns. Und los. Zur Ehre Aonies. Verstärkt so, das Fledervieh viel schnell gemacht. Schlagt sie zurück. Ein Gegner. Schön das Licht. Oh, Schlachthof rein. Bereit. Sofort! Schnell! Mir nach! So. Natürlich will man safe. Und folgt der Gedankenstörer mir. Ist jetzt Kämpft nicht das Männer. Wirkliche Problem. Nerviger werden gleich die Gespielen. Denn die haben... wir das schon von anderen Gegnern kennen, wie zum Beispiel Leas Rächer, einiges an ja, wellenartigen Angriffen, den großen Trupp bereit angreifen. Deswegen ist es absolut in Ordnung, dass ich hier mit meinen Orks hinrenne. Vorwärts. Denn einfach so viel, wie die zaubern können, sofort sollten auch Trolle draufgehen, Blenderinnen. Haltet ja, durch, die machen Schaden, wie man sieht. Auf den das ist aua. Haltet durch, so, unser Priester ist schon mal dahin. Verstärkt die Deckung! Oh, jetzt mal ruhig Segnung machen. Zurück. Die Linien müssen halten. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer! Ein Gegenangriff! So ein nach dem anderen hier durch exorzieren. Schlagt sie zurück! Zur Ehre Aonies! Auf mein Zeichen! Für die Freiheit! Ein Gegenangriff! Und der Basilis. Zu befehl. So einzelne Einheiten sind zum Glück kein großes Problem. Alles klar. Auf mein Kommando. Irgendwo muss ein Meister auf uns zukommen. Da unten ist er. Mir nach. Zur Ehre Aonies! Die meinen es ernst! Zur Ehre Aonies! Jetzt muss ich schnell wie möglich umhauen, damit unsere fast toten Orks hier doch noch vielleicht durchhalten. Folgt mir! Vorwärts! Bisschen haben wir noch zu erledigen. Folgt mir! Man sieht, der Trupp ist jetzt gerade gar nicht mehr so groß, aber damit schaffen wir es tatsächlich jetzt, die Lager oben leer zu räumen. Und los! Und los! Da befindet sich jetzt nicht mehr allzu viel. Blenderin noch. Etwas höhere Basilisten. Was wünscht die Rune? Aber die sind vereinzelt genug. Auf mein Zeichen. Schlag sie damit zurück. Vor allem
Metallias. Eis angriffen. Das machbar bleibt. Ja. Feindlicher Angriff! Der kommt kaum zum Angriff. Zur Ehre Aonies. Auf mein Kommando. Das ist ein Hinterhalt. Bereit, mir nach. Mir nach. Kämpft, Männer. Was wünscht die Rune? Verstärkt die Deckung. Du könntest dich mal heilen, danke. Vorsicht, Gegner. Hier, für den Orden. Ja, dann könnten wir jetzt noch ein paar Berserker. Und die haben eine interessante Eiskeule dabei. Was denn? Also ein Stückchen Eis, die müssen... Von mir aus! Echt schon blaue Hände haben. Ha, und der Titan geht in Produktion. Sehr schön. Ja, vorwärts! So, normale Verführerinnen sind dagegen dann natürlich ein Witz. Verstärkt die Deckung! Wenn Alrios jetzt ziemlich auf die Fresse kriegt. Sie sind überall! Für die Rune! Wird sofort ausgeführt. Auf meinen Befehl. Kämpfmänner! Und das ist eines der Dämonentore. Eine Anzahl gibt's hier, glaube ich. Die Rune ganzen wird sofort vier, ausgeführt. Vielleicht fünf Stück. Das war's dann eigentlich auch schon. Und da kommen diese ganzen. Dieses ganze Ungeziefer raus. Hier. Dies hier produziert, glaube ich, die ganzen Sklaven des Feuers. Folgt und so weiter. Mir. Alles, was zwei Flügel hat. Wo ist Talia jetzt eigentlich hin? Genau, die eine Sklavin interessiert uns jetzt nicht. Und los! Vorwärts! Und einmal da hinten lang kommen wir zum zweiten Tor, wo die ganzen Basilisken rauskommen. Und unseren Ork-Anteil haben wir doch mittlerweile wieder gut reduzieren können. Ja, sofort! So, der Avatar darf mal vorlaufen. Zu Befehl. Unverzüglich. Verstanden. Standhalten, Männer! Zu Befehl. Die Linien müssen halten. Bereit. Na, das sieht doch ordentlich aus. Sie sind überall! Auf meinen Befehl. Runenkrieger, zu mir! So, unser Avatar schaut natürlich nur mal wieder zu. Der kann aber schon mal nach hinten. Die Rune befiehlt sofort ausgeführt. Wenn gleich eine Sklavin ankommt oder irgendwas anderes, geht da den Aufgang hoch. Zu euren